Niedergeschlagene Gesichter und Ratlosigkeit bei der Spielvereinigung Bayreuth. Die Mannschaft muss sich mit 1:2 gegen Erlangenbruck geschlagen geben. Die erste Heimniederlage seit fast 1,5 Jahren. Wir haben sonst in den Spielen hier Riesenmöglichkeiten gehabt und konnten kritisieren, dass wir die nicht gemacht haben. Wir haben in der zweiten Halbzeit 1-2 Aktionen gehabt, die Richtung Tor gingen. Und das ist letztendlich für ein Heimspiel zu wenig. Ich muss der Mannschaft trotzdem ein Kompliment machen für die Moral. Sie hat gekämpft, gezeigt, dass sie hier auch gewinnen will. Aber es hat an den spielerischen Mitteln nach vorne gefehlt. Deswegen haben wir das Spiel nicht gewonnen. Die Spielvereinigung ist tatsächlich bemüht, die letzten Wochen vergessen zu machen. Die Mannschaft hat mehr Ballbesitz als der Gegner. Allein die Durchschlagskraft fehlt. Der erste Schock für Trainer Scheer bereits nach 26 Minuten. Markus Goller, gerade erst von einer Verletzung genesen, muss erneut vom Feld. Ihm drohen 4 bis 6 Wochen Pause. Sven Zeitz kommt für ihn ins Spiel. Durch die unfreiwillige Einwechslung nimmt die Partie mehr Fahrt auf, denn der junge Zeitz sorgt für Verwirrung in der Erlanger Abwehr. Hier eine Flanke, doch Patrick verzieht. In der folgenden Szene kommen die Altstädter dem Tor schon näher. Wieder ist Seitz daran beteiligt. Er passt auf Stefan Seufert, der nimmt Maß. Doch das Leder geht knapp am Gehäuse der Mittelfranken vorbei. Kurz vor der Halbzeit ist es dann aber soweit. Es gibt Ecke für die Spielvereinigung, die wird kurz ausgeführt. Die Hereingabe nutzt Roschiti. Es steht 1:0 für die Spielvereinigung Bayreuth. Der dritte Treffer von Visa Roschiti im Dress der Altstadt. Es geht mit 1:0 in die Pause. Die Altstädter nehmen den Schwung in die Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Hier ein Schuss von Ingo Walter. Der geht weit über das Tor der Gäste. Die Schlüsselszene dann in der 63. Minute. Ecke von rechts, Michel Patrick mit dem Kopfball. Der Nachschuss landet bei Roschiti und der knallt das Leder an den Pfosten. Was für ein Pech für die Spielvereinigung. Erst rettet ein Abwehrspieler auf der Linie und dann verhindert das Aluminium das 2:0. Stattdessen wittern die Gäste jetzt Morgenluft. Bastian Lunz auf Patrick Schönefeld. Der lässt dem Torwart keine Chance. 1:1. Riesenjubel beim Aufsteiger aus Erlangen. Bayreuth wirkt jetzt müde und macht Fehler. Der sonst so zuverlässige Marcel Mayer lässt im Strafraum das Bein stehen. Bastian Lunz nimmt dankend an. Es gibt Strafstoß für Erlangenbruck. Jetzt ruhen alle Hoffnungen auf Manuel Wolf. Der hat am vergangenen Wochenende schon einen Elfmeter gehalten. Doch diesmal ist er machtlos. 2:1 für die Gäste aus Mittelfranken. Roland Graf verwandelt eiskalt. 10 Minuten nach dem Rückstand der nächste Dämpfer. Nach einem harmlosen Foul kritisiert Matthias Heckenberger die Entscheidung des Unparteiischen und sieht gelb. Doch Heckenberger kann sich gar nicht mehr beruhigen. Er schmeißt den Ball vor dem Schiedsrichter auf den Boden. Gelb-rot ist die logische Konsequenz. Es ist für mich ein Unding, dass man beim Stande von 1:2 dann den Schiedsrichter attackiert. Wir haben so die Möglichkeit noch gehabt, vielleicht ein 2:2 zu machen. Aber so sind wir in Unterzahl und das muss man schnellstens abstellen. Mit 10 Mann bringt die Spielvereinigung nur noch wenig zustande. Es bleibt beim 1:2 aus Bayreuther Sicht eine bittere Niederlage. Für Trainer Klaus Scheer allerdings auch eine Konsequenz der mangelnden Offensivqualitäten. Unsere Qualität nach vorne muss besser werden. Und da muss man halt eben sehen, welchen Weg geht man. Geht man nur mit jungen Leuten, die werden sich in der Oberliga schwer tun? Oder holt man den einen oder anderen noch dazu? Bis in 3 Tagen wird das wahrscheinlich nicht mehr gelingen. Da steht aber schon das nächste Spiel der Altstädter auf dem Programm. Die Spielvereinigung ist dann zu Gast beim FC Ingolstadt 2. Die wirklich Service von Alpen zu Fuß.